Ja, die Herausforderung bei der manuellen Inspektion von Hochspannungsfreileitungen liegt vor allem in der Mastbesteigung und in der Freischaltung der Leitung. Zum anderen müssen wir immer zwei Leute vor Ort haben, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Und zum anderen brauchen wir entsprechende Freischaltung von den entsprechenden Leitungen. Mit den Drohnen ergänzen wir unsere bisherigen Inspektionen am Mast. Der Mast wird bestiegen und dann später wird der Mast nochmal mit einer Drohne abgeflogen, um halt Bauteile zu erreichen, die ich vom Mast aus nicht sehen kann. Ja, zum einen stellt die Drohne ein entsprechendes Werkzeug dar, um Arbeitssicherheit zu erhöhen, um die Mastbesteigung zu reduzieren, vor allem bei ereignisorientierten Inspektionsmaßnahmen. Viele Energieunternehmen in Deutschland haben angefangen, Drohnen zu nutzen. Das heißt, die haben 2, 3 Drohnen angeschafft. Viele von diesen haben allerdings mit Consumer-Drohnen angefangen und haben noch nicht das volle Potenzial von Enterprise-Drohnen erkannt. Das Drohnenprogramm von Westnetz ist das innovativste in ganz Deutschland. Die haben viele von deren Monteuren schon als Piloten ausgebildet und sehen schon das Potenzial von den Enterprise-Produkten bei der Inspektion von deren Freileitungen. Die M30T setzen wir für das detaillierte Bewerten von Schadensbildern ein. An der M30 überzeugt mich absolut die neue Enterprise-Fernsteuerung. Das große, klare Display, dass ich alle Details, die ich mit der Kamera aufnehme, direkt im Display mir vernünftig anschauen kann. Ja, durch den Einsatz der M30 und der neuen Kamera mit der sehr, sehr hohen Auflösung können wir beispielsweise kleine Schadstellen anklemmen, detektieren und direkt vor Ort analysieren. Was unsere Prozesse beschleunigt und vor allem auch die Qualität unserer Netze steigert und somit auch die Versorgungssicherheit. Unsere Kunden profitieren vor allem daran, dass sie statt dem Helikopter, der sehr laut ist und sehr viel Lärm erzeugt, die Drohnen zum Einsatz kommen, die sehr leise am Mast entlang fliegen und dadurch die Lärmbelästigung deutlich reduzieren. Unser Rat an den Energieunternehmen, die schon ein Drohnenprogramm entwickeln wollen, die Mitarbeiter in dem Unternehmen zu finden, die für das Thema Drohnen begeistert sind, sich mit anderen Unternehmen, die schon große Erfahrung im Drohnengeschäft haben, wie Westnetz, sich zu verbinden und sich auszutauschen. Die Westnetz verfolgt im Kontext der Drohnen eine konkrete Vision. Dabei soll eine vollautomatisierte Inspektion von Freileitungsassets realisiert werden.